da hat es heute früh in Trier wohl so manch einen kalt erwischt. Wer wie hier am Hauptbahnhof in den frühen Morgenstunden auf seinen Bus gewartet hat, brauchte einen langen Atem. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik aufgerufen. Die Folge: in ganz Trier fuhren keine Busse, bis auf zwei Linien, die von privaten Anbietern bedient werden. Für alle anderen Verbindungen galt Stillstand. Und das traf nicht bei jedem auf Verständnis. Ich finde das eigentlich in der jetzigen Situation ziemlich unmöglich, dass die Busse streiken. Warum? Einfach, weil ich denke, wir haben im Moment gleich ein paar andere Probleme. Die ganze Wirtschaft bricht zusammen und die streiken, weil sie mehr Geld haben wollen. Dass ich vielleicht zu spät zur Schule komme oder dass ich 5 Kilometer zu Fuß gehen muss zur Schule. Ist das ärgerlich heute Morgen? Ja, weil wir das gar nicht wissen. Also ich habe gar nicht Bescheid gesagt oder so. Ähnlich gestresst ging es wohl auch bei dem einen oder anderen Elternteil zu, der seine Kleinen heute außerplanmäßig selbst zur Schule bringen musste. Sie haben gerade Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht, weil die Busse streiken. Genau. Das eine Mädchen gehört nicht zu mir. Die habe ich in Igel abgeholt, weil ihr Papa schon arbeiten ist und die Mutter kein Auto hat. Und habe ich die jetzt in Igel abgeholt, meine Tochter gerade hier abgesetzt. Und heute Nachmittag holt der Papa die wieder ab und bringt die nach Hause. Aber normalerweise fahren Sie Bus? Ja, normalerweise fahren Sie Bus. Ganz stolz sogar, ja. Wie finden Sie das, dass die Busse heute streiken? Ja, wird seine Gründe haben, aber gäbe bestimmt auch andere Möglichkeiten, weil es gibt ja viele, die vielleicht noch kein Auto haben, von weiter außerhalb kommen und jetzt nicht die Möglichkeit haben, mit dem Auto gefahren zu werden. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so die beste Möglichkeit ist. Ich habe Verständnis dafür, dass gestreikt wird, dass die Rechte vertreten werden, aber das jetzt hier auf den Rücken der fast Schwächsten auszutragen, dafür habe ich ganz wenig Verständnis. Hätte man gern auch meinetwegen in den Ferien legen können, zumal immer noch die ganzen Baustellen jetzt dazukommen. Man muss sich umorientieren, man muss sich umorganisieren. Und ich muss aber eben sagen, ich bin froh, dass wir rechtzeitig vorgewarnt wurden, sodass wir uns gut darauf einstellen konnten, die Kinder jetzt früh und pünktlich zur Schule zu bringen. Der Gewerkschaft Verdi geht es in Rheinland-Pfalz dabei um viel mehr als um den zur Verhandlung stehenden deutschlandweiten Rahmentarifvertrag. Für die rund 2000 Beschäftigten im Land geht es zusätzlich auch um die Arbeitsbedingungen, die Durchbezahlung von Wartezeiten zwischen den Touren, Schichtlängenbegrenzung sowie einen Sozialzuschlag von 200 Euro pro Kind. Normalerweise gehen hier vom Betriebshof der Stadtwerke Trier rund 90 Busse über den Tag verteilt auf ihre Fahrt. Doch heute bleibt dieses Tor hinter mir den ganzen Tag über geschlossen. Denn die Tarifverhandlungen im öffentlichen Personennahverkehr scheinen festgefahren. Wenig Verständnis für die Arbeitskampfmaßnahmen hat man indes bei den Trierer Stadtwerken. Denn hier hat man immer noch mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Die Stadtwerke raten zumindest für den Streiktag, alternative Transportmittel zu nutzen und Fahrgemeinschaften zu bilden. Einen Rat, den sich dann wohl auch viele in der Stadt mehr oder weniger notgedrungen zu eigen gemacht haben. Die Autoschlangen im